Willkommen! Ich glaube, im letzten Part dieser Aufnahmesession, denke ich mal, dann müsste ich genug Parts haben, dass das alles geschmeidig. Mir ist nie aufgefallen, dass das kaputt ist. Dass das einigermaßen reicht, ne? Und dass ich Puffer habe und so. Wird schon. Und wir haben wirklich. Wir haben zwar irgendwie schon was zu tun, was Erkunden angeht. Aber wir haben irgendwie Problemchen mit dem Wetter, ne? Das ist leicht kacke. So, ich hätte lieber. Aha, ich bin immer zu vorsichtig, Mensch. Ich repariere die mal noch. Na, jetzt repariere. Kann ich noch mal eine Stunde schlafen? Geht das? Ich möchte einfach nur, dass dieser blöde Nebel weg ist. Oder ich meine Theorie wahrmachen kann, dass gleich nochmal ein Sturm kommt. Weil der Sturm davor, der war zu seicht. Na, okay. Ist ja. Wow. Na, ich weiß nicht. Ja, heuer ist mir das hier nicht. Wir wissen ja, die Wölfe, die kommen immer dann, wenn man nicht hinschaut. Und die formatieren sich so unglaublich gerne hier auf diesem Eis. Das durfte ich ja das eine Mal beobachten, das war der Hammer. Also die haben schon eine nette KI. Aber bis in diese Hütte, da sollten wir es schaffen. Schade, dass sie keine Tür hat, ne? Ah. Schade, schade, schade. Die hat da auch keine Tür. Sagt mal, wo sind denn die Wölfe? Da ist ein Wolf. Ich sage es noch. So ein Sch. Exakt, wenn man hier hinguckt, sind sie auf jeden Fall da. Das ist sehr gut. Der Haken ist schön, das in diesen Hütten. Kommen die nicht rein. Aber ich kann rausschießen. Seht da mal. Auf jeden Fall sind sie da. Drei Stück. Hallo! Do you wanna dance with me? I wanna dance with somebody. Woo! Ey, ihr Wolf-Uschis. Dann ist der Jagdenreh. Der Schweinehund. Ey, sonst geht ihr ab wie Schmitz' Katze und auf einmal. Ich hab Angst, dass einer mich von hinten angreift. Da, der steppt da oben lang. Ja, komm her. Darf nicht so nah an. Jetzt haben wir den sozusagen wieder beruhigt. Der läuft jetzt wieder normal. Das klingt jetzt mega eklig. Jetzt sind alle anderen ein bisschen durchwühlt. Sorry, aber ich musste jetzt mal ein bisschen durchziehen, ne? Der Ollis hat schon recht. Ein bisschen hart durchgreifen hier und sagen, wer hier der Rudelführer ist. Das klingt völlig falsch. Was ist denn der andere hin da, der Dreh gejagt hat? Ist der far, far away? Oder ist der nächste?
Wo kam er denn jetzt her? Der war gerade noch nicht da. Scheiße, ich hätte den Bogen mitnehmen sollen, ne? Fuck. Das ist eine richtig gute Sache, glaube ich, um den Bogen zu skillen. Hier rein, dauert das eine Möglichkeit. Schade, 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 dass ich da jetzt erst dran denke. Ah, sorry, Leute. Ey, Arsch, Krampensicht. Oh, guck dich mal das Wetter an. Das ist gerade weniger gut, das Wetter, wenn ich ehrlich bin. Lag hier irgendwas drauf? Nee. Okay, doch gerade, halt den. Oh, da liegt noch. Irgendwas war mir gerade im Augenwinkel. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd hier. Weil ich sehe nichts mehr. Hallo. Und da hinten ist noch ein Wolf lang gelaufen. Ja, das macht das Wetter auch nicht besser. Der Blut, jetzt ist auf einmal diese Blut wieder so krass, ne? Na, ah, das wird nicht besser, ne? Es wird nicht besser, das Wetter. Ich weiß, es ist gefährlich, was ich hier gerade mache, aber... Na, guck mal einer an. Der hat uns gesehen. Der pusht. Der pusht, ne? Es ist so krass. Es ist aber mal cool, die so zu sehen. Und ich sollte mir merken, hierfür den Bogen mitzunehmen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut zu wissen. Und der Nebel ist weg. Ich meine, wirklich trauen tue ich den Hütten ohne ich, aber... Huch, Gott, entschuldigt, das bin ich mit meinem Kopfhörer. Ein Wolfsmassaker hier, das wollte ich schon immer mal machen. Meine Wut an den Wölfen auslassen. Huhu. Okay, das sind uns. Ah! Gerade. Ey! Hallo, hier lang! Da ist noch einer. Oh Gott! Alter, wie viele Wölfe hier sind, das gibt es doch nicht. Kommen jetzt nicht beide? Ja? Ihr seid wütend, ich höre das. Jetzt habe ich mir hier beide an der Backe. Wolfsmassaker Annika. Obwohl, es ist ja eher Wolfsmassaker Anna. Fangen beide mit A an und mit Doppel N. Und nur A, N, N, A lässt sich von vorne wie von hinten lesen. Ey, warum lauft ihr denn hier nicht vor meiner Flinte lang? Die anderen Männer haben das auch geschafft. Warum ihr nicht? Hä? Hui! Hallo? Wölfe? Oh. Naja, ich trinke erstmal was, ne? Ihr macht das schon. Ich pack mal, kann ja mal das Fleisch rauspacken. Oder? Fleisch bräuchte ich eigentlich nicht im Inventar. Es ist nicht weggammelt hier. Ich habe Hunger. Oh, Entschuldigung, ich muss gerade. Huh.
Habe ich kein Trinken mehr oder 0,0 ist nicht gerade viel. Da ist er. Wo ist der andere? Da sind beide. Ich würde lachen, wenn wir noch den Bär hier. Bei dem, wie war das mit den Bären? Bis nach hinten zum Ofen gehen? Könnten Sie jetzt mal bitte hier langlaufen? Ich weiß, das gerade mega feige, was ich hier mache. Aber nur für die Sicherheit für Anna. Dieses Spiel schenkt einem nichts, ne? Also schenke ich mir gerade hier diese Fischerhütte. Zum Geburtstag. Zum nachträglich zum Geburtstag. Schenke ich mir jetzt gerade diese Fischerhütte hier. Die sind gerade hier hinter. Also so viel kann uns hier jetzt auch nicht passieren. Wir haben hier einen Ofen. Und einen Wolf, der direkt neben uns heult. Deine anderen beiden Kollegen sind tot. Oh je, die unterhalten sich. Merkt ihr das? Das ist mega gut gemacht. Finde ich total klasse gemacht. Ich überlege gerade. Ist der wieder da? Warum laufen die denn hier nicht lang? Da ist einer. Das ist der andere. Warum heulen die jetzt so viel? Ja, jetzt komm doch endlich her. Ich möchte Safe-Call-Schuss hier haben. Ja, meine lieben Leute, so tötet man eigentlich keine Wölfe. Ich ärgere mich gerade tierisch darüber, dass wir so ein Wetter haben. Und ich ärgere mich darüber, dass ich den Bogen nicht mitgenommen habe. Das müssen wir uns merken. Das Ding ist, dadurch, dass jetzt der Wind hinzugekommen ist, höre ich ganz schlecht die Schritte. Ich glaube, die sind noch zu nah. Das ist mega witzig so mit den Kopfhörern. Was mit ihm? Wie er gleich wieder abhaut. Haut er ab, weil hier seine Kollegen liegen? Kommen die deswegen vielleicht nicht her? Ist das eine Möglichkeit? Dass die Angst haben? Aha. Dort macht er jetzt. Das Ding ist, da liegt jetzt ja noch einer und der hat noch Fell. Aber das Wetter ist einfach zum Kotzen gerade. Der hat Angst davor. Der hat tatsächlich Angst davor, weil die Beine hier liegen. Das ist ja schon ein bisschen krass. Das ist ja krass. Wow. Wow, wow, wow. Ich überlege gerade, wieder nach Hause zu gehen. Das Ding ist... Oh, was stelle ich dir hier gerade eigentlich für Unsinn an? Ich hätte unbedingt gerne den Bogen hier, ne? Hm.
Ich mache jetzt erstmal Geronimo und renne mal zur nächsten Hütte. Ich weiß, da liegt ein Wolf. Und der hat doch noch alles da. Aber hey, was soll ich machen? Ist halt so. So, Spitzenpfirsiche. Ihr merkt, dass das Wetter nicht besser wird. Nee, brauchen wir nicht. Handy? So, da sind zwei. Ich geh jetzt mal. Pff. Wir können das gerne weiterführen, die Technik. Gerade dafür. Also hier hinten muss irgendwo noch ein Wolf sein. Mit dem haben sie sich nämlich unterhalten. Ich höre hier komische Dinge. Ich überlege nämlich, einfach mit dem Bogen zurückzugehen. Und dann können wir ein bisschen auch mit dem Bogen halt die töten und Action machen. Das sieht vielleicht feige aus, aber der gewiefte Long Dark-Spieler weiß, wie böse die sein können und dass die einen auch schnell mal töten können. Oder haben die Angst vor uns, weil wir einen Pelzmantel anhaben? Sozusagen? Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hatte Angst, weil da schon seine Kollegen lagen, ne? Wie gesagt, ich mache mir jetzt auch nicht so groß den Kopf drum, dass da jetzt einer noch liegt mit Fell. Wie gesagt, hier spawnen immer wieder diese Wölfe auf dem See und wir werden, glaube ich, keinen Wolfspelzmangel haben. Ich denke nicht. Wir haben ja schon zwei, die gerade trocknen. Jetzt haben wir noch einen dritten. Passt schon. Das passt schon. Krass, ja, gut. Interessant. Das war mal sehr interessant. Das könnte man ja mit dem Bär dann auch nicht anders. Es wäre eigentlich eine Idee, ne? Läuft ein Bär auf dem See lang? Das wär geil. Also. Das wäre witzig. Dann hat man auch gute Chancen, ne? Tülülü, so. Erstmal kurz sammeln. Erstmal kurz nach Hause und sammeln. Und dann können wir gerne das Spielchen weiter treiben. Es macht ja Spaß. Es macht komischerweise Spaß, auf die Wölfe zu schießen. Ich weiß ja gar nicht, warum. Aber das Wetter ist auch wirklich... Ja, es wird, glaube ich, nur ein richtig schöner Sturm werden. Achso, ich hätte mal hier lang gehen sollen. Aufgrund dessen, dass ich... Oh. Ich Fleisch mit habe. Aber jetzt sind die weg, oder wie? Die Bienen. Rumstromerer da. Eieieiei. Na, das war jetzt ja was. Eieiei. Sehr witzig, sehr witzig. So, es wird immer mehr hier. Wir brauchen unbedingt Wasser, ich mitbekommen. Wasser, Wasser, Wasser. So, jetzt haben wir hier schon, wir haben mal wieder sehr viel Darm. Jetzt, kann ich das noch essen? Das kann ich auch, okay, gut. Hätte mich auch gewundert. Stellen wir die hier auch hin. So, Träumchen. Ja, uns fehlt Wasser. Und jetzt bei der, bei, warte mal, ich gehe nochmal raus. Bei dem Wind draußen ein Feuer zu machen, ist ein bisschen kacke. Deswegen nutzen wir doch mal die Tatsache, dass ich wirklich mal fein darauf achte, dass wir schön draußen sind. Und wir machen mal hier drinnen den Ofen an. Und ich sammle aber vorher noch schnell die Stecker, die hier rumlangen. Nein, das möchte ich nicht. Das hat gerade wirklich Spaß gemacht. Es ist zwar auch eher... Ich weiß nicht, ob das feige ist. Aber ich muss sagen, wenn man später vielleicht, ne, so wie ich die 100 Tage schafft oder vielleicht sogar die 200 Tage, dann ist es auch im Endeffekt egal, wie man überlebt hat.
Wahrscheinlich würde ich es im Real Life nicht anders versuchen, abgesehen davon, dass da ein Wolf halt reinrennt in die Hütte und nicht wie hier draußen stehen bleibt. Aus Gründen der Programmierung. So, jetzt wird es halt sehr ungemütlich hier. Von daher, hey. So, jetzt koche ich hier nochmal Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Stöckchen. Oh, können aber auch ein bisschen alt hört. Jetzt muss ich erstmal ein Stück trinken. Mensch, aber es hat Spaß gemacht, wirklich. Aber für wartet wirklich gut, das ist. Denken wir mal für den Bogen. Erstmal für mich. Dann sehe ich das auch nicht als halbes Schummeln an. Ich sehe das sowieso nicht als Schummeln an. Also, ich denke mal, es machen viele privat, die Long Dark privat spielen, nicht anders vielleicht. In Hüttenrennen oder so. Und da mal ein bisschen mit dem Bogen zu üben, auf die. Ne, immer. Finde ich ganz cool eigentlich. Hab ich nichts dagegen. Ich persönlich. So, ich nehme nochmal ein bisschen Altholz hier weg. Bräuchte das mal hier ein bisschen. Oh, ein paar Stöcker. Die bringen schon gut, ne? Durch den Feuerskill bringen die Stöcker wirklich halt schon gut Heizleistung. Ja, dann machen wir uns noch Wasser und dann ist der Part auch schon zu Ende. Leider. Hö, haben wir noch Wasser übrig? Oder war das gerade voreingestellt? Seltsam. Noch ist immer noch nur scheiß Wetter, noch kein Sturm draußen. Auch interessant. Aber soll mir gerade egal sein. Ich gönne mir mal Wasser machen. This park is getting kinda heavy. In vier Wänden mit Dach drüber. Okay. Ein Liter? Fünf? Okay, wartet mal, zwei Stöckchen vielleicht. Könnte gut hinhauen. Super, kann sein, dass wir nochmal 0,5 herstellen können. Ja, das sollte. Oh, oh, wartet mal, ich probiere es mal 9 Minuten. Ich glaube, war das 7 Minuten? Sehr gut. Jetzt haben wir wieder genug. 6. Ja, super. Träumchen. Ein Träumchen. Da können wir ja mal was nach oben bringen. Und dann den Part beenden. Und dann mal gucken, ob wir am nächsten Part das Massaker fortführen. Wahrscheinlich, weil ich will ja die Hütten erkunden. So, nee, hier 3 Liter umlagern. Super. Klasse. Ich freue mich sehr und dann. Essen und schlafen, alles im nächsten Part. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Part dann wieder mit weiteren Massaker an den Wölfen. Super. Bis dann. Tschüss.